Boolesche Funktionen müssen genauso wie Prozeduren definiert werden. Die Syntax sieht so aus. Die boolesche Funktionsdefinition besteht aus einem Funktionskopf und einem Funktionsrumpf. Der Kopf besteht aus dem Schlüsselwort Boolean. Dann kommt ein Name, ein Bezeichner. Das heißt der Name der boolschen Funktion. Und dann runde Klammer auf, runde Klammer zu. Das heißt, der boolsche Funktionskopf unterscheidet sich von dem Prozedurkopf nur dadurch, dass man hier nicht das Schlüsselwort void, sondern das Schlüsselwort boolean verwendet. Der boolsche Funktionsrumpf besteht aus einer Blockanweisung mit einer Menge an Anweisungen, die auch leer sein kann. Die Definitionen, das ist das Syntaxdiagramm hier, werden erweitert. Neben der Prozedurdefinition können jetzt hier auch boolesche Funktionsdefinitionen auftreten. Das heißt, boolesche Funktionsdefinitionen dürfen überall dort im Source Code auftreten, wo auch Prozedurdefinitionen auftreten dürfen. Es gibt bei diesem Syntaxdiagramm auch wieder eine Zusatzbedingung, nämlich folgende. In jedem möglichen Weg durch den Rumpf einer boolschen Funktion muss eine boolsche Return-Anweisung stehen. Ansonsten meckert der Compiler. Was hat es mit der Semantikaufsicht? Zunächst bewirkt eine boolsche Funktionsdefinition noch nichts, aber es wird eine neue Funktion, eine neue boolsche Funktion eingeführt, die man dann, wie wir gleich sehen werden, aufrufen kann.